Moin Freunde, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Star Wars Battlefront 2 Beta. Und heute bin ich wieder alleine, nicht wie in der letzten Folge eigentlich gesagt, weil einer von den beiden, die ich angesprochen hatte, der antwortet leider nicht, sieht meine Nachrichten leider nicht. Und der andere, der hat schon genug von dem Spiel, von den drei Maps. Ja, ich habe noch gar nicht hier auf Takodana gespielt und deswegen tun wir es jetzt auch mal bei Strike. Das ist nämlich immer voll übersehen hier an der rechten Seite. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie der Modus geht, aber wir werden das halt schon irgendwie reinfinden. So, Takodana. Ah, schön. Von Maskanada, die Bar und so. Da freue ich mich jetzt auch, das zu sehen. So, Ladezeit kann mal ein bisschen schneller gehen hier. Bitte. Dankeschön. Okay, wir sind scheinbar beim Widerstand, würde ich jetzt mal meinen. Jupp. Ich nehme natürlich wieder Heavy, meine Lieblingsklasse, momentan noch. Und los geht's. Die Grafik ist hier nicht so gut, finde ich, bisher. Lol. Also ich weiß nicht, irgendwie hier vorne dieses Stück sieht nicht so geil aus, grafisch, muss ich sagen. Wir müssen da hinten etwas verteidigen. Und, oh, da ist ein See, da ist ein See. Da ist ein See und da ist die Bar. Ich muss da hinrennen. Ach komm, ich hasse es, wenn Leute viel eingespielter als man selbst sind und schon gut sind, weil es ist halt irgendwie meine vierte Runde oder so, ich insgesamt in dieser Beta hier spiele. Ich habe das halt nicht viel gespielt. Aber das werde ich alles noch beim echten Battlefront dann machen können, weil ich mir das Ganze hier noch vorbestellen werde. Ich möchte jetzt erstmal mir hier das angucken, den See und so. Hier kam erste Ordnung, Soldaten, Alter. Lass mich doch mal hier den Kram angucken. Oh, der ist eh geil. Von da kam dann, nachdem die Bar zerstört wurde von der ersten Ordnung, die ganzen Widerstands-X-Wings an und ach, mit der Musik dazu. Das war schon echt geil. War schon mega geil. Komm schon. Kacke. Okay. Muss da hinten etwas verteidigen. Wir haben scheinbar hier gerade etwas verloren. Weshalb ich jetzt zurückrennen muss. Wo ist der Millennium Falcon? Cool. Okay. Sie wollen damit scheinbar fliehen und wir müssen sie aufhalten. Nee, warte mal, wir müssen da hinten hin. Oh, ich Idiot. Mann, bin ich verplant. Mann, Mann, Mann. Weiter geht's. Da, erste Ordnung, Leute. Okay, das kam unerwartet. Der Desert Siegel hat mich getötet. Ja, moin. Okay. Ich möchte mal, bevor ich jetzt gleich starte, gucken, ob ich die Grafik auf höchste Einstellungen habe. Weißt du, auf der Map finde ich die Grafik irgendwie noch nicht so überragend, wie sie sonst eigentlich immer ist. Hab ich auch schon alles auf Ultra? Ja, habe ich. Okay. Ich finde, es ist gerade alles andere. Schlecht sieht gut aus, aber keine Ahnung. Irgendwie, weiß ich nicht, aber ist auch egal. Ich finde einfach nur, dass diese Map hier nicht ganz so schön aussieht. Kacke, da habe ich ihn aber einiges abgezogen, glaube ich. Ja, ein bisschen was. So, weiter geht's. Also irgendwie sieht diese Map hier ein bisschen unfertig aus. Ich weiß es nicht vom Design. Von den Texturen und so. Als wenn es dadurch komplett durchgerendert wäre. Keine Ahnung, ich kann mir das echt nicht erklären. Jetzt ist auch meine Augen einfach nur kaputt. Okay. Ich habe ihn leider nicht töten können durch Nahkampf jetzt gerade. Das war nämlich gerade mein Ziel. Ich wollte nicht mehr schießen, weil ich wusste, schießen habe ich keine Chance, aber. Oh, 3000. Dann würde ich einen Multiplier bekommen. Für 3000 Credits. Oder Battle Points. Hm, nicht schlecht. Die Wookie gab es auch schon im alten Battlefront. Deswegen für Nostalgiker eigentlich eine coole Sache. Auch wenn ich das jetzt nicht so cool finde, denn ich habe bei dem Widerstand bisher noch keine Wookies gesehen. Wow, Alter, ich sehe überall Feinde. Ich war gerade voll verwirrt, ey. Aber was spawn ich denn direkt im Feindesgebiet? Finde ich ja nicht so geil, muss ich sagen. Okay. Na, es holt nicht. Ich bleib einfach beim Heavy. Aber ich sollte auch mal meine Sternkarten, heißt das so? Keine Ahnung, auf jeden Fall nutzen. Heads down.
Alter, von aus welchen Löchern kommen die denn immer gekrochen? Die erste Ordnung Soldaten hier. Ich vergesse immer auf Skip zu drücken. Ich hoffe, wir kommen noch irgendwie da rein in die Bar von Maskanada. Okay, wir müssen das jetzt wirklich verteidigen. Alter, toll, dann kommt hier dieser Ziegel wieder mit einer verdammten Rakete um die Ecke. Dankeschön. Wir werden echt keine Lieblings... Der wird echt nicht mehr mein Lieblingsgegenspieler, dieser Ziegel, ganz ehrlich. Der cheat mich ja so gefühlt. Oh, warte, wir spawnen woanders. Millennium Falcon. Da hinten geht's ab. Muss man es mal kurz angucken. Was sie so haben. Oh, geil. Oh, toll. Ich kann hier nicht komplett rum. Dankeschön. Jetzt habe ich schon so lange außerhalb des Dingsfeldes bin. Das Kampfgebiet ist. Das war gerade voll die Falle. Okay, ich muss hier was verteidigen. Wow! Ey, der Satz Siegel. Was ist denn bei dem los, ey? 22 Kills hat er schon. Junge, der ist ja so on fire, der Typ. Dem begegne ich am besten nicht nochmal. Der macht. Der kennt ja echt keine schöne Scherze, ey, der Typ. Kacke. Och nö. Der kam von irgendwo wieder eine Wichse hier angeflogen. Kacke. Oh Mann, 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 Mann. Das finde ich ja echt nicht so toll. So, da hinten. Ich hoffe, wir kommen jetzt auch mal hier rein, wobei die erste Ordnung da jetzt drin ist. So, Wichser. Wow. Ja, moin. Ich spawn-trappe die jetzt hier einfach. Das war gerade richtig schwach von mir. Aber was musste auch direkt sein scheiß Jetpack da rausholen schon wieder? Mann, musste ich dann ausgerechnet da auf den scheiß Jetpack-Trooper treffen, ey. Die ja natürlich sich wieder von nix treffen lassen. Mann, ist das nervig. Okay. Ich muss jetzt hier hinten was verteidigen. Auch schon wieder Leute von erster Ordnung. Wieso sterbe ich schon wieder? Ich hab doch die ganze Zeit draufgehalten. Och Gott, ich werde echt kein Gott mehr in diesem Spiel. Beziehungsweise, okay, es ist die Beta, es ist irgendwie meine vierte Runde. Ich habe kaum gespielt. Natürlich bin ich jetzt nicht der Überflieger, aber trotzdem kann ich. Erwarte schon selber von mir ein bisschen mehr. Ich meine, 3 Kills, das ist nicht so, als gäbe ich mit der schlechteste Mann hier auf dem verdammten Spielfeld. Kann man das so sagen? Keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht einmal, worum es hier grob geht in diesem Modus. Oh, der Bastard. Das ist doch hier Dings. Locker ist so hier Ramsay Bolton sein Bruder, weil er so ein Bastard ist. Okay, gut. Das war gerade richtig schwach von mir. Was ist hier gerade los? Wow. Alter, was passiert denn hier gerade? Ich komme hier gar nicht mehr so mit den ganzen Sachen, die hier gerade so passieren. Ich habe sogar noch einen getötet, Alter. Der hat sich doch von mir töten lassen, obwohl ich doch kaum etwas hatte. Der ist ja genauso schwach wie ich. Der muss neu gejoint sein, oder? Nee. Okay, ich muss hier gerade irgendwas entscheiden. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Da oben ist irgendwas mit einer 14. Hat die Bedeutung. Ich weiß es nicht. Ah, du erste Ordnung Schwein, ey.
Oh, von der Seite. Von der Seite kommt dann wieder ein anderer, ey. Toll. Das sind Sachen, die mich immer nerven, wenn ich halt so im Steinkampf mit einem Spieler bin. Und dann von der Seite her an einer sich noch mich absnackt, ey. Das passiert mir so oft in Battlefront. Schon im ersten Teil. Ist doch noch mal wieder ein erster Ordnungsschwein hier. Die ist nämlich ein toter Widerstandskämpfer. Wow! Mit was hat der mich gerade so schnell getötet? Ich werde jetzt einfach noch mal so einen Rocket Jumper hier. Weil die Runde, glaube ich, eh nicht mehr lang geht und ich, glaube ich, sonst nichts mehr schaffe. Yeah. Wow. Ja, gut. Das war wohl das falsche Gebiet, wo ich gerade reingeraten bin, sage ich mal. Okay. Und wir wurden besiegt. War zu erwarten. War zu erwarten. Ich muss echt sagen, diese Map sieht echt nicht so gut aus. Grafisch. Naboo ist beeindruckend, aber ich fand Takodana sah jetzt noch nicht so geil aus. Okay, und Space Fookie war wohl der beste Spieler der Welt hier gerade. Hat wohl so alles gefickt. Immerhin nicht dieser Ziegel. Den Typen mag ich nämlich nicht, weil er mich mal getötet hat. Ja. Das war's jetzt mit dieser Folge des Star Wars Battlefront Beta. In der nächsten werden wir noch ein bisschen im Weltall uns rumtreiben. Da werde ich zum zweiten Mal in meinem Leben bei Battlefront 2 Raumkämpfe spielen. Ja, bis zur nächsten Folge.